Wir haben überlegt, einen Moment, für so ein Jubiläum holt man sich Grußworte. Ja, fragen wir Gerhard Schröder oder Angela Merkel oder schlag mich tot, ob die jetzt schreiben, ja, herzlichen Glückwunsch und die Taz ist eine ganz wichtige Zeitung und so ein Zeug. Haben wir alles komplett weggelassen. Es schreiben also nur Autorinnen und Autoren, die hier aus dem Haus kommen oder hier im Haus waren. Und das Ganze ist auch eine Zeitreise und das ist ein schöner Aspekt dieses Buchs, dass man durch 40 Jahre reisen kann, man kann Zeitungen lesen, man kann Texte und Artikel lesen und man kann Bilder gucken.